Was ist bloß geschehen? Was ist bloß geschehen? Man sieht die Leute auf der Straße alle stehen. Schustermeister Koch, Hausinspektor Bloch, die alle reden und erzählen noch und noch. Bitte, Herr Nachbar, sagt Frau Schütte, Ihr Bub verletzt die Sitte. Ach, sagen Sie mir bitte nur eins, wieso ist der Walter so klug für sein Alter, warum? Wieso? Er kann ja schon küssen, ich möchte bloß wissen, warum. Wieso? Er kann noch viel mehr, wird mir bestellt, und drum fragt erstaunt die ganze Welt. Wieso ist der Walter so klug für sein Alter, warum? Wieso? Gestern frisch und froh ging man in den Zoo. Der kleine Walter war dabei, das sowieso. Plötzlich sprach Papa, Walter, guck mal da, das ist der Stolz, der dich gebracht hat, der Mama. Walter, der lachte nur ironisch, ach sprich nicht so platonisch. Da sprach Papa ganz stolz zur Mama, wieso ist der Walter so klug für sein Alter, warum? Wieso? Er kann ja schon küssen, ich möchte bloß wissen, warum. Wieso? Er kann noch viel mehr, wird mir bestellt, und drum fragt erstaunt die ganze Welt. Wieso ist der Walter so klug für sein Alter, warum? Wieso? Schornsteinfeger Stern kommt zur Köchin gern. Sie liebt voll Leidenschaft den schönen schwarzen Herrn. Er bleibt dann bei ihr, meist von 2 bis 4. Und sie verschließen dann sofort die Küchentür. Walter gerät dann gleich in Hitze, mit seinem Freund in Fritze. Guckt er dann durch die Ritze hinein. Darum ist der Walter so klug für sein Alter, jawohl. Nur darum. Darum, wie wir wissen, kann er ja schon küssen, jawohl. Nur darum. Er kann noch viel mehr, er ist gescheit. Die Köchin ist sein Vorbild jederzeit. Darum ist der Walter so klug für sein Alter, jawohl. Darum.